Guten Morgen. Guten Morgen. Wo gehst du denn hin? Ich glaube, ich gehe mal in die Westfalenhalle. Ich gucke mal, ob da vielleicht eine Messe ist heute oder so. Vielleicht einen Vortrag halten? Ich glaube schon, oder? Vielleicht, oder? Ja, vielleicht. Nein, wir sind heute bei der DKM in Dortmund. Es geht um Immobilien, Versicherungen, Finanzen und ich darf einen Vortrag halten. Ich freue mich drauf. Ich darf einen Vortrag halten vor Martin Limbeck. Ha, das wird cool. Auf geht's. Los. Vortrag, dann geht's los. Ich zeige euch mal kurz, wo es losgeht. Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage an Sie mitgebracht und zwar, wie viele hatten schon mal eine ganz, ganz heiße Kundenanfrage, sind top motiviert in die Gespräche eingestiegen und haben am Ende festgestellt, der Kunde hat woanders gekauft. Wie vielen ist das schon mal passiert? Aber ein Ansprechpartner, wozu führt ein Ansprechpartner? Dieser zentrale Gedanke, One Face to the Customer, neudeutsch genannt. Cool. Ich habe maximale Sicherheit, dass ich den erreiche, um dann auch noch Zeit zu sparen, weil ich weiß, der ist für mich da. Übrigens, das ist für mich total bequem. Und warum sprechen wir nicht diese Vorteile, diese persönlichen Nutzen an? Wieso reden wir immer in Rätseln? Wir Verkäufer servieren immer gerne das, was uns selber echt gut schmeckt und verpacken das so, dass es keiner versteht. Stellt euch vor, ihr geht zu eurem Lieblingsitaliener, ihr setzt euch an den Tisch, ihr freut euch auf einen schönen Abend und der stellt euch eine riesen Spaghetti-Ladung dahin, ohne euch zu fragen, was ihr essen wollt. Ist das dann noch euer Lieblingsitaliener? Warum gehen wir Verkäufer raus und servieren ganz oft das, was uns am besten schmeckt? Da kennen wir uns aus. Was ist das? Komfortzone. Da bin ich Profi, da kann ich sein. Da mal rauszugehen, was anderes anzubieten, bei den Kunden zu fragen, was könnte passieren? Ah, der könnte komisch antworten. Wie soll ich damit umgehen? Vielleicht bin ich auch in dem anderen Produkt, was genau auf dem passt, gar nicht so tief drin. Also die Angst vor komischen Fragen oder später gesehen die Angst vor Ablehnung bringt uns immer wieder dazu, das zu servieren, was wir selber am meisten mögen. Da sollten wir auch als Verkäufer mal ein bisschen flexibler agieren. Letztens großes Trainingsprojekt, dann sagt so ein Nachwuchsverkäufer mit 25. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten vor ein paar Monaten noch den besten Verkäufer bei uns hier in den Reihen, den besten Verkäufer. Und weißt du was, Robert, dann durfte ich den mal begleiten und dann bin ich ja vom Glauben abgefallen, der hat ja fast nichts gesagt. Der hat ja fast nichts gesagt. Was heißt denn verkaufen? Verkaufen heißt gut zuhören, verstehen, was der Kunde will, darüber in eine persönliche Beziehung einsteigen und dann entweder Probleme lösen oder Wünsche erfüllen. Probleme lösen oder Wünschen erfüllen. Und deswegen ist Verkaufen auch so verdammt geil, weil wenn du 100% überzeugt bist von deinen Produkten und wenn du sagst, ich würde selber genau dieses Produkt kaufen, dann geh da raus und sprich darüber und hilf den Menschen, eine Entscheidung zu fällen. Vielen Dank. Ein großes Dankeschön. Dankeschön. Ist warm.
der Tag ist auch schon zu Ende. Vortrag war super, hat Spaß gemacht, haben ein bisschen interagiert miteinander und über Finanzen, Versicherungen gesprochen. Immobilien ist ja jetzt auch hier im Kommen bei der Messe, aber war jetzt nicht unser Riesenthema. Von daher, wir hatten Spaß mit Versicherungen und Finanzen. Vielleicht im nächsten Jahr wieder. Der Martin Limbeck hat noch den goldenen Abschluss heute gemacht und jetzt bauen auch schon alle fleißig zusammen, so wie das halt ist auf der Messe, pünktlich nach Hause. Und das werden wir jetzt auch gleich tun und morgen im Büro dann nochmal die Nachbesprechung haben und vor allem dann auch uns nochmal das Videomaterial anschauen, damit ihr da ein bisschen die Einblicke genießen könnt. Also schreibt uns, wenn ihr weitere Eindrücke von unserem Tagesgeschäft haben wollt, und dann machen wir viele tolle Sachen. In diesem Sinne, viel Spaß dabei.